ich treffe mich heute hier mit zwei ganz hotten Perlen zum Interview. Und wir gehen jetzt einfach mal los und schauen, ob die Damen schon da sind. Also, ich habe heute hier zwei junge Damen zum Interview da und die stellen sich am besten selbst mal vor. Genau, ich bin Maike. Und ich bin Alice. Und zusammen seid ihr? Chefboss! Wie kam es dazu, dass ihr zusammen das Projekt Chefboss ins Leben gerufen habt und wie lange kennt ihr euch überhaupt? Wart ihr schon immer Freundinnen? Ja, immer nicht, aber schon so gut 8, 9 Jahre. Waren immer zusammen auf Party, haben im Schanzenpark gechillt und so, dies, das, aber Party vor allem. Und dann, ja, so vor 2,5 Jahren ungefähr, kam dann die erste Idee, dass wir halt dann Chefboss anfangen. Und ja, so ist es dann irgendwie angefangen. Also. Ihr legt ja sehr viel Wert darauf, in euren Videos Tanzmoves darzustellen. Es liegt wahrscheinlich daran, dass du Tänzerin bist. Wie kommt diese Kombination zusammen, dass ihr gesagt habt, eine Tänzerin und eine, die eben Rap, Vocals, was auch immer macht? Ja, das kam dann natürlich, als wir die Idee hatten, dann Chefboss zu machen, zusammen zu machen. Wie gesagt, weil Maike Tänzerin ist, hat es sich so natürlich ergeben, dass wir gesagt haben, okay, jetzt machen wir mal Musik und Tanz beide gleichwertig zusammen auf der Bühne und das bockt. Bockt. Unsere Augen sind kämpferisch auf. Und wenn du denkst, das wäre ein Witz, trotz Engels Gesicht trifft dich plötzlich der Blitz. Die Augen sind rot, als wärst du gekippt. Die ganzen Kameras helfen dir nicht. Niemand und nichts ist mehr sicher. In der Nacht unterwegs, Blitzlichtgewitter. Niemand und nichts ist mehr sicher. Egal wo wir sind, Blitzlichtgewitter. Niemand und nichts ist mehr sicher. In der Nacht unterwegs. Blitzlichtgewitter, Paparazzis mit dem Finger am Trigger. Komm, drück ab, Blitzlichtgewitter! Ja, Chefboss klingt im ersten Moment ja überhaupt nicht danach, als wenn da zwei Mädels dahinter stehen. Ist das bewusst so gewählt und ja, was soll uns das sagen? Also Chefboss bedeutet für uns eigentlich immer eher so sein eigener Boss zu sein. Also es ist so von der Bedeutung erstmal so unsere eigene Interpretation davon, was wir mit dem Namen verbinden. Und also jeder hat seine eigene Assoziation damit, aber für uns ist es einfach Chefboss. Und ihr macht ja auch nicht unbedingt so Mädchenmucke, um es mal so zu sagen. Es hört sich zwar so ein bisschen blöd an und so ein bisschen klischeehaft, aber ihr bewegt euch da wahrscheinlich eher in einer Männerdomäne als in einem Genre, wo man hauptsächlich Frauen trifft. Seid ihr da schon mal irgendwie mit Männern irgendwie aneinander geraten, nicht unbedingt, aber dass ihr da irgendwie Probleme hattet und nicht ernst genommen wurdet? Nee, noch nie. Noch nie. Wir machen, das ist halt das Ding, wir denken nicht so, oh, wir machen jetzt Ladies-Mucke, sondern wir machen einfach Mucke. So. Und ich glaube, das spüren dann die Dudes auch. Weißt du, immer wenn man sich dann trifft, Backstage oder so, dann ist das nicht so, sondern ja, geile Mucke, ihr geile Mucke auch. Und dann trägt man Bier und dann passt das alles. Nö. Gar kein Problem. So ein bisschen. Es wird ja derzeit viel über Feminismus und Geschichten diskutiert. Wie seht ihr das? Seht ihr euch als Feministin und wie seht ihr überhaupt die ganze Diskussion darüber? Also jetzt zu Feminismus haben wir uns nicht so auf die Fahne geschrieben. Das ist ja nicht irgendwie, dass wir wie Spice Girls sind, jetzt so yeah, Girl Power oder so. Das Ding ist, wir machen auch, wie unsere Freunde zu Hause und so, die alle ziehen einfach ihr Ding durch und von der Außenwahrnehmung ist es dann natürlich, oh, die sind voll heftig drauf, aber das ist nicht so, dass wir irgendwie bewusst sagen, jetzt wollen wir die Position der Frau stärken, sondern wir ziehen einfach durch. So ist also eigentlich so kein Thema. Wenn ihr sagen würdet oder wenn ihr den Satz beenden müsstet, Chefboss klingt nach, was würdet ihr denn sagen? Chefboss klingt nach... Derbe Spaß. Wir zerlegen diesen Krieg. Wir zerlegen diesen Krieg. Wir zerlegen diesen Krieg. Wir
zerlegen vom Mosaik. Wir zerlegen diesen Club. Wir zerlegen diesen Club. Wir zerlegen diesen Club zum Mosaik. Das Furchtbarste, was ihr bisher über euch gelesen habt in den Medien, gibt's da was, wo ihr gedacht habt, nee, das sind wir irgendwie so gar nicht? Oder was heißt das Furchtbarste? Es gab oder so. Das, womit ihr euch am wenigsten identifizieren könnt. Weiß nicht, da fällt mir ein so ein Kommentar unterm Video ein, wo der meint, das ist doch Reggae, wie sie redet. Und da bin ich nur so, hä? Digga, wo soll ich anfangen? Wie meinst du dich? So, das ist halt so das Ding. Sonst, ja, der war merkwürdig, echt. Ich rede Reggae, okay. Und gab's was ihr echt gedacht habt, so krass, das ist ganz cool, dass die Leute so über uns schreiben oder so über uns denken? Boah, ich glaube, speziell hatten wir das nicht. Also meistens nach den Auftritten kamen irgendwie die Leute zu uns und meinten, oh, voll geil und richtig fresh und ich habe sowas noch lange nicht gesehen und oh, cool, dass ihr da seid. So eher, ja, das Live-Feedback ist immer so geil. So, ja. Wo wir schon bei Live sind, ich habe gelesen, ihr werdet in diesem Sommer auch auf Festivals unterwegs sein. Geht einem da so ein bisschen die Muffe, wenn man denkt, so Rock am Ring ist schon krass. Boah, das ist jetzt eigentlich, also bei mir ist es immer eher so, ich freue mich halt unglaublich drauf. Und natürlich ist man auch so ein bisschen, man hat so eine kleine Aufregung auch, aber total positiv. Also es ist echt so, ich kann es eigentlich kaum abwarten. Ja, geht mir genauso. Ey. Ich bin so, pff, bitte Abfahrt auf jeden Fall. Ja, es wird bestimmt spannend. Was würdet ihr jetzt machen, wenn ihr nicht dazu gekommen wärt, tatsächlich mit Musik euer Geld zu verdienen? Wir würden einfach erstmal weitermachen, Mucke, ne? So, und das, was man vorher gemacht hat. Ja. Also ich habe ja eh mal als Tänzerin halt und Choreografin halt schon was gemacht und genau, es entwickelt sich ja immer eh alles irgendwie so und ja. Was findet ihr, ist das Beste daran, Musik machen zu können? Im Gegensatz zu an der Kasse bei denen sitzen. Nicht die Leute bei denen, das ist ein super Job. Also für mich. Sag ihm doch, sag mal. Also für mich ist es halt so cool, als Tänzer halt die Musik selbst zu machen oder zu beeinflussen, weil man als Tänzer ja eigentlich immer was hat, wozu man eben tanzt. Und in diesem Fall ist es vielleicht auch, dass man erstmal überlegen kann, okay, wie möchte ich oder wie tanze ich und dass es dann so mit der Bewegung zusammen entsteht. Und das ist halt irgendwie so das Geile, also für mich als Tänzerin halt so irgendwie nochmal anders drauf zu gucken, auf die Musik. Ja, das ist so, also muss man auch sagen, so dass Maikes Input einfach derbe groß ist, dass die Mucke so klingt, wie sie klingt, weil man hat ja schon in der Entstehungsgeschichte dann Maike, die irgendwie drauf guckt, ob es tanzbar ist oder so, ne, was einem vielleicht als autonomal, ich sag mal 0815 Verbraucher, nicht so nicht bewusst auffällt und so, aber wenn Maike sagt, irgendwie groovt das noch nicht oder so, dann okay, guck mal, bla, und auf einmal klingt die dann so, wie sie klingt. Ihr habt ja im Moment eure EP am Start. Jetzt fragen sich natürlich alle, ist das Album auch schon geplant und bastelt ihr da schon dran? Aha. Ja, ist auf jeden Fall in Arbeit schon seit Monaten. Aber ihr wisst auch noch nicht genau, wie lang es noch dauert. Okay, wir freuen uns auf jeden Fall aufs Album. Auf jeden Fall, dieses Jahr. Cool. Ja, dann dürft ihr gerne noch sagen, was jetzt gerade so in nächster Zukunft noch ansteht. Außer, dass das Album gebastelt wird. Ja, eine Menge Live-Shows eben, natürlich die Festivals, viele Konzerte, viele hoffentlich Musikvideos. Ja. Ja. Super, dann freuen wir uns, dass man da demnächst bald mehr hört und sieht und wünschen natürlich viel Erfolg. Danke, dass wir kommen durften. Und ne? Wir zerlegen diesen Club zu Mosaik. Bow, bow, bow.